eigentlich digitale Souveränität? Draußen ist kalt und das Semester macht eine Winterpause und ich kam mal wieder zum Lesen. Zum Beispiel habe ich dieses Heft gelesen, Digitalität und Souveränität. Tolles Heft übrigens, also richtig lesenswerte Artikel von Kolleginnen und Kollegen. Ich musste aber dann über diesen Begriff nachdenken, der im Moment so durch die bildungspolitischen Debatten geistert, nämlich digitale Souveränität. Was hat es eigentlich mit diesem Begriff auf sich? Also erstmal ist das ja ein unglaublich sympathischer Begriff. Souveränität. Also tolles Wort, klingt toll und wer will nicht gerne souverän sein? Also auch entsprechend souverän mit digitalen Tools, mit digitalen Medien umgehen können. Also erstmal auf den ersten Blick, digitale Souveränität, toll, ja, wünscht man sich. Auf den zweiten Blick habe ich doch so zwei Gedanken, die ich gerne hier in dem Video teilen möchte, die ich in Bezug auf den Begriff etwas problematisch finde. Nämlich zum Ersten, der Begriff stammt eigentlich aus der Staatstheorie, aus der Politik. Und ein Souverän ist jemand, der oder die in einem außergewöhnlichen Fall das Zepter übernimmt, die Entscheidungen übernimmt. Also beispielsweise in einem Kriegsfall. Im Normalfall arbeitet die Bürokratie so vor sich hin. Aber es gibt Fälle, in denen müssen Entscheidungen getroffen werden. Das sind außergewöhnliche Entscheidungen. Es sind in besonderen Krisen müssen Entscheidungen getroffen werden. Und dafür braucht es dann den Souverän, der dann entsprechend oder die dann entsprechend die Entscheidung trifft, die Bürokratie, weil es eben eine außergewöhnliche Situation ist, nicht automatisch treffen kann. Wenn man das jetzt auf Digitalität und Digitalisierung als gesellschaftlichen Metaprozess überträgt, könnte man meinen, also Digitalität, Digitalisierung ist etwas so Außergewöhnliches, dass wir jemanden brauchen wie einen Souverän, der jetzt die Entscheidung übernimmt. Aber das sehe ich so nicht, muss ich sagen, weil digitale Welten sind unsere Lebenswelt. Das Digitale ist in der Realität doch angekommen. Also das ist das Digitale, digitale Medien zum Beispiel, sind unsere Normalität. Anders gesagt, digitale Welten sind Lebenswelten, Lebenswelten sind digitale Welten. Also eigentlich nichts Außergewöhnliches. Das ist der erste Punkt, der mich an diesem Begriff der Souveränität stört, nämlich dass sie aus der Staatstheorie kommt und dass sie eben eigentlich den Umgang mit etwas Besonderem, mit etwas Außergewöhnlichem, vielleicht sogar einen Kriegszustand meint. Und naja, das Digitale ist jetzt, oder Digitalität, Digitalisierung ist jetzt für mich nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches und vor allem auch kein Kriegszustand. Und das Zweite, was mich an diesem Begriff stört, ist, dass es irgendwie suggeriert, wenn ich nur souverän mit digitalen Medien umgehen kann, dann ist alles prima. Also ich muss als Individuum muss nur souverän genug sein, dann ist alles wunderbar. Aber ist das so? Denn wenn ich jetzt beispielsweise so an Nutzungsvereinbarungen denke, bei denen wir alle entsprechend dann ja akzeptieren, klicken, weil wir einen bestimmten Dienst, weil wir eine bestimmte App installieren wollen, weil wir einen bestimmten Dienst nutzen wollen, klicken wir doch alle irgendwie, ja, Nutzungsvereinbarungen akzeptieren, AGBs akzeptieren. Aber wer liest diese 20 Seiten? Ich nicht und die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich. Und andere Punkte, andere Szenarien zeigen zum Beispiel, dass wir in bestimmten Kontexten gar nicht souverän sein können. Also eben beispielsweise diese Nutzungsvereinbarung oder denken wir beispielsweise an WhatsApp. Um die App WhatsApp zu nutzen, und wer will sie nicht nutzen, weil alle nutzen sie, also will man sie entsprechend auch nutzen,
Gleiche gilt ja für andere Plattformen wie Facebook, Instagram und so weiter auch, in denen wir dann eben einfach diese Nutzungsvereinbarung akzeptieren. Bei WhatsApp ist es aber so, um die App richtig nutzen zu können, muss ich mein Adressbuch freigeben. Und das Adressbuch wird entsprechend dann hochgeladen, mit sogar Personen darin, die dieser Freigabe ihrer Telefonnummern, ihrer Kontaktdaten nicht zugestimmt haben. Und da frage ich mich, inwiefern bin ich souverän, wenn ich Nutzungsvereinbarungen zustimmen muss, um bestimmte Dienste zu nutzen, um dabei zu sein? Und inwiefern sind andere souverän, beispielsweise die sich in meinem Telefonbuch befinden und über deren Nutzung ich in dem Moment entscheide, beziehungsweise das einfach an einen Dienst, jetzt in diesem Fall jetzt WhatsApp, aber es gibt natürlich alle anderen Plattformen und Dienste funktionieren entsprechend ähnlich, freigebe und weitergebe. Also kann die Person souverän entscheiden über die Nutzung beispielsweise ihrer Daten? Ich würde sagen, nein. Das heißt also, wir sprechen von Souveränität eines Individuums, die aber gar nicht erreicht werden kann. Das heißt also, eigentlich ist es ein trügerischer Begriff. Und der deutet noch einmal darauf hin, dass eben dieser gesellschaftliche Metaprozess der Digitalisierung, ich bezeichne ihn ja lieber als digitalen Wandel, das kennen Sie wahrscheinlich aus meinen vorherigen Videos auch, weil es nochmal klar macht, dass Digitalisierung ein Prozess ist, den Gesellschaft organisieren muss. Das heißt, es ist kein Problem von Individuen. Ich muss nur souverän sein, ich muss nur mich entsprechend auskennen mit diesen Medien, sondern es ist ein gesellschaftlicher Gestaltungsprozess. Wir müssen uns einigen darauf, was dürfen zum Beispiel Plattformen, was dürfen globale operierende Unternehmen und welche Nutzungsvereinbarungen sind in Ordnung. Das heißt also, hier ist ganz viel Normierungs- und Gestaltungsbedarf, den wir aber gesellschaftlich leisten müssen und eben nicht das einzelne Individuum. Und aus diesem Grund ist der Begriff der digitalen Souveränität meines Erachtens nicht ganz unproblematisch. Interessanter finde ich da den Begriff zum Beispiel der Bildung. Von mir aus auch den Begriff der digitalen Bildung. Einige regen sich über das Digitale auf, aber es ist halt ein Hashtag. Aber der Bildungsbegriff, der zeigt zumindest, das kennen Sie auch aus den anderen Videos wahrscheinlich, nämlich dass es Bildung eine reflexive Auseinandersetzung des Individuums mit der Gesellschaft ist. Und da sind wir eben genau bei dem Punkt. Das ist eben Digitalität, eben dieser digitale Wandel, eine kritische Auseinandersetzung der Individuen mit der Gesellschaft erfordert. Und unsere Gesellschaft ist nun mal eine mediale, eine digitale und eben eine Gesellschaft, die wir gestalten sollten. Und da hilft es natürlich nicht, wenn man die Verantwortung nur auf das Individuum abwälzt, indem man sagt, du musst nur digital souverän sein und dann ist alles super. Und aus diesem Grund finde ich den Begriff nicht ganz unproblematisch.